Glück. Neuer Trail, scheiße, das ist schon blöd durch. Das klappt so, nicht. Ihr seht schon die Palmen hinter uns, kein T-Shirt mehr, blauer Himmel. Meer, genau, in der Kanabucht. Es ist Sommer, wirklich hochgekommen, es ist so richtig warm schon. Und dahingehend gibt es bei uns halt eine kleine ESA-Porte-Tour, ein Utschka-Lazi-Trail, also das heißt halt Lazi, um das Gebiet, wo wir einfahren. Der wäre möglich vom Gipfel machen, wir schneiden ihn jetzt nur unten an und hat aber auch seine 58 Kilometer am Stück, wirklich als Geballer. Ist ein historischer Trail, seht ihr neben wieder, der ist dann gemauert, echt cool, richtig so Dolomiten-Feeling hat er und geht dann eigentlich bis zur Bettere am Bus. Ja, perfekt, genau. Mein Trail. Die Wicke war super tapfer die letzten Tage, es habt ihr ja das Mikro mit ihrem Unfall, da ist ja wirklich alles offen noch und so und die haben wir gleich zum Strand geschickt, die macht ein bisschen Chillout. Und werde ich dann ein bisschen was vom Standort sagen. Und wir haben gesagt, wir fahren noch eine kleine Runde. Und das ja, weil der Trail muss genutzt werden. Ja, muss genutzt werden. Den letzten Tag war es richtig rutschig. Jetzt habt ihr gestern ein Video gesehen, aber das letzte Video, das war so speckig und mit Wasser. Und also, wow. Aber macht natürlich auch interessant das Ganze. Und bei den Temperaturen wird der heutige Tag super trocken. Ja, hoffentlich. Weil zu speckig ist echt gemein. Ja, ja. Und es ist alles so zugewachsen, dass es dann schon so juckt an den Beinen. Genau. Aber die Stellen dazwischen, die so frei sind, die ihr ja auch sicher auch gesehen habt, die sind schwer, sich das Ganze heiß und juckende anzutun. Das ist echt sehr geil. Genau. Zu den Touren, es werden alle Touren auf dem Blog veröffentlicht. In Kroatien gibt es ja kein Bikeverbot, obwohl es Nationalpark ist, außer der Gipfel vom Utschka. Der ist eine Verbotüberschreitung. Aber vorne runter von der Militärbasis kann man einwandfrei fahren. Sollte man natürlich ein bisschen aufpassen auf die Wanderer. Da gibt es einen Shuttleverkehr, dass man nicht genau zur Mittagszeit fährt. Aber glaubt mir, das dauert sehr nicht, weil da ist offen. Das ist unser jetziger Standpunkt. Hier haben wir gerade das Intro für euch gedreht. Es ist echt eine mega Aussicht übers Meer, über die Kvarner Bucht. So, oben sind wir an unserem Trail-Einstieg. Der Einstieg ist jetzt nicht so besonders, ist einfach mitten im Wald. Genau. Aber der Trail wird umso besser. Der, was den Dreck runterlädt, der sieht das eh, man hat eine andere Möglichkeit. Wir schicken den Dreck mit, dass man von oben runterkommt. Aber wir haben jetzt zeitlich gesagt, wir machen den Mitteleinstieg. Das ist ganz cool am Utschka, weil da geht der Weg immer quer durch. Und du hast immer die Möglichkeit, bei jedem Trail einsteigen. Es sind, glaube ich, 6 Abfahrten, 6 richtig geile Trails. Und da kann man total kurze Runden machen und dann richtig geil am Strand liegen und so. Also ist echt ein Meergebiet da und gar nichts los, gell? Also im Moment ist wirklich nichts. Null. Das ist echt krass. Cappuccino kostet so zwischen 1,20 Euro und 1,80 Euro, je nachdem wie krass die Aussicht sein soll. Also ja, da kann man auch wirklich nichts sagen. Nein. Und die Qualität ist top. Also wo wir essen gehen und so, das ist echt super gut. Und totaler fairer Preis und das regionale Produkte in der Gegend. Und was wir dir total cool finden, also das Corona ist da überhaupt kein Thema in Kroatien. Also sie haben Sicherheitsvorkehrungen, das ist klar, aber die gehen damit echt total entspannt um und das wirkt natürlich richtig wie Urlaub. Also man merkt das gar nicht. Also da wärst du nicht deppert angeschaut und so, wenn du keinen Mundschutz immer hast, oder weil die haben, da gibt es ja keiner eigentlich Mundschutz mehr auf. Also man merkt halt beim Bäcker zum Beispiel, stehen alle draußen an mit Abstand, das schon. Die haben das so geregelt. Aber es hat keiner einen Mundschutz an. Genau, das ist super cool und echt total tolle Sache. Und unsere Bikes warten jetzt, dass es losgeht. Geht los. Ja, was wir noch haben, wer ein Civitale damals angeschaut hat, das habe ich auch da drin gehabt mit meinem Moab. Wobei das ist ganz cool, unten so ein Fach hat der. Steigeisen. Jetzt sind es die Sandalen. Zeiten ändern sich, gell? Das ist schon Wahnsinn, ja. Aber ich bin so wehleidig, ich kann am Strand, also am Strandbett, das sind solche Steine teilweise, das ist furchtbar geil. Also das ist, jetzt hasse ich, bringen wir die Teile mit. Und vor die Sea Hedgehogs. Yeah.
Wie könnte es anders sein? Wir haben schon wieder einen Platten und diesmal habe ich scheinbar das Ventil abgerissen. Du musst Tubeless fahren! Tubeless fahren! Da wird schon wieder gepumpt und ihr seht mal den Unterschied. Der ist original drin. Den anderen habe ich dabei. Unterm Wörthersee. Starke Männer sind nie ade. Ade sind die lang nicht. Wir haben jetzt einen 27,5er, 8,0er Waffen.
Die werden bei Traktoren verbaut und bei so Offroad-Fahrzeugen fahren wir der Linie jetzt ein. Ich kaufe nur Plusreifen, das lohnt sich viel besser. Ich fahre ja, du kriegst mehr Plus. Gummi für weniger Geld. Na, das nicht, weil die sind teuer. Aber ja, gut, ich mag die. Aber er ist nicht von Anfang an, wir haben jetzt voll aufpumpen müssen, weil der war total zusammenpickt. Also, es ist, habt ihr es eh gesehen, materialschonend ist es da unten nicht wirklich. Ja, aber geil. Aber geil. So, da sieht man die Petra mal. Also, die füllt jetzt einen Raufen mit Luft auf, damit wir das abfahrtsorientierte Radlfahren fortsetzen können. Gell? Ja, ja, so geht's, gell? Das passt schon. Manchmal würde ich lieber Rennrad fahren als wie Plusrad. Mir ist der Ruhe sagen, war der hat jetzt etwas. Das ist die Bezeichnung für ein Sachgegenstand, hat einen irreparablen Schaden erhalten. Und das ist beim Botschen auch so gewesen. Es ist einfach die Gegend mit dieser Steine. Das ist nicht egal, dass die ganze Karst, die sind richtig kantig. Und mit jeder kommen, gibt es einen Durchschlag, einen Durchschnitt oder sonst irgendetwas. Ja. Wir machen jetzt einen kurzen Cut und nach einer halben Stunde schalten wir wieder ein. So, eine halbe Stunde später, wir melden uns zurück aus dem Dreh. Wir haben da relativ viel weitergebracht. Wir sind noch beim Pumpen, wir schalten noch mal kurz. Ich fahre noch mal die Runde, ich fahre noch mal euch und komme dann auf, okay? So, ich bin jetzt noch mal die ganze Runde gefahren. Die Petra pumpt noch mal weiter. War jetzt cool, ich bin noch mal gefahren, mir ist der Akku jetzt komplett leer. Sie ist gehen mal kurz zum Strand und komme dann wieder. Also, ich fahre jetzt. Schau derweil. So, ich war jetzt kurz am Strand, bin noch mal aufgefahren. Wie ihr seht, es dauert dann ein bisschen länger bei den Plusreifen, aber es macht einfach mega viel Fun, den ganzen Tag im Trail zu pumpen. I'm playing your game like I'm not.
auch mit dem E-Bike Wasser ganz gut. Zumindest in den warmen Ländern. Aber es geht ja eh, gell? Wir haben schon schlimmere Szenarien durchgemacht. Ja, klar. Ja. Das ist alles in Ordnung. Und da seht ihr eben die Karte vom Utschka mit den vielen, vielen Möglichkeiten. Wir sind jetzt da. Und da waren es Trager. Und von dem coolen Trail euch mit Wehr. Und da steht mein Bus. Ja, da hinten drin. Klopp. Und wo ist die Bus? Ja, da geht's da. Also was echt cool ist, das muss nicht schon tragen, ist voll schön. Müsste halt eh in der Totenzeit sein. Und ab da fangen mega coole Buchten an. Also komplett durch. Da könnt ihr euch ein bisschen spülen einmal. Probiert es aus, ist mega cool. Und ja. Das ist verbotenes Stück. Genau, also vom Wojak bis nach Malautschka. Das Stück ist verboten. Wir haben den Trail-Einstieg da gehabt, ungefähr auf der Höhe. Aber jetzt könnt ihr da auch an. Schauen wir den Dreck die Meer aus. Bis da auf den Trail fahren, der ist mega cool bis daher. Und da nachher die. Aber das auch was. Auch wenn ich keinen Bock auf Sauna hätte. My friends and I will talk like every other day. Shaking the park where all the boys are riding skateboards. It looks so hot, it looks so cool. Everyone is around, and that's when I saw the summer noon and from around. You see on holiday, don't wanna stick around. It looks so hot, it looks so cool. Hope to see him in school. Yeah, now he walked up right to me, and my knees got weak and I just had to leave. It was weird, I'm so shy. You always make me blush so hard. My parents always stay on guard. I drop my cool when you're around. You are the hottest guy in town. I'm dreaming of a kiss from you and hoping it will all be true. But this is my imagination and it's real to me. I'm a good love. Yeah, it did happen then to me. I'm sitting next to me in class. I ain't ready and my heart is beating fast. She's so in love, she really is. Something happened, I couldn't speak a word. Now, you said hi, what to do? Once again, my knees got weak, I had to leave. It was weird, I said stop. You always make me blush so hard. My parents always stay on guard. But I had a ganz offene Rücken, das war nicht. Yeah.
Ja. Wow, ja, genau. Was wir in dem Zusammenhang auch mal sagen wollten, vielen Dank für die Kaffee-Einladungen. Die werden wir jetzt dann auch mal verwirklichen, gemeinsam. Danke. Genau. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.